Meine Damen und Herren, schönen guten Abend und willkommen bei Das Quiz ohne Jörg Pilawa, heute in der Version der Feuerwehr Echte. Ich sehe ja schon viele Kandidaten, die bereit sind, richtig loszuquizzen. Wir schauen einmal kurz rüber. Meine Kamerafrau dreht sich einmal mit. Jawohl, wir sehen unten die Kandidaten stehen, die gleich die Fragen beantworten werden. Wenn wir oben aufs Dach gucken, sehen wir aber auch drei Kameraden, die nicht so ganz freundlich sind, würde ich fast sagen. Die haben nämlich Wassereimer. Bei jeder falschen Antwort gibt es also eine Dusche. Der richtig antwortet, der ist erlöst, der muss nicht baden gehen. Seid ihr bereit? Ja. Wunderbar. Erste Frage, Achtung, aufgepasst, auch an die Wasserträger. Berufsfeuerwehren müssen aufgestellt werden ab einer Einwohnerzahl von 100.000. Richtige Antwort von Thomas. Der war fies. Ha? Es ist kalt. Ja, wunderbar, geduscht. Wir können ja mal kurz rüber gucken. Komm einfach mal mit. Tolle Frage. Ist es nass? Ja. Ist es schön? Angenehm, ja. Dann können wir so weitermachen, oder? Frage 2. Ab wie vielen Jahren kann man in Sachsen-Anhalt Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr werden? 16. Das ist leider falsch. Also müssen wir jetzt zwei Kandidaten duschen. Thomas hat gleich nochmal die Möglichkeit, die richtige Antwort zu geben. Unsere zwei Äußeren. Thomas lassen wir noch raus, der kann gleich nochmal antworten. Ach so, die haben beide geantwortet. Ja, ja, beide falsch. Ah! Oh. Scheiße! Macht ja schon ein bisschen Spaß beim Zugucken, ne? Thomas, was sagst du? 16 war falsch. 18 ist die richtige Antwort. Das ist der zweite Punkt für Thomas. Kommt doch auch die Sonne raus, ist doch eigentlich alles wunderbar. Liegen meine Haare noch? Ganz schön nass. Die dritte Frage. Bei wie vielen Jahren liegt die Altersobergrenze für Feuerwehrleute in Niedersachsen? 63 ist richtig, das ist Felix, der bleibt verschont. Eine Runde duschen. Ja! Ah. Diese Genugtuung. Und da ist auch der Ortsbrandmeister nass. Sehr schön. Frage 4. Wie viel Wasser enthält der Löschwasserbehälter im TLF 2450? 2400 Liter. Das ist leider falsch, Felix. Felix ist raus. Das ist auch falsch. Raus. Nass. Die Frisur ist auch so wasserfreundlich, ne? Ihr beide habt noch die Möglichkeit zu antworten. 4.800 ist richtig. Da müssen wir jetzt einmal noch in der Mitte duschen. Oh, die Reflexstreifen sind auch formschön. Frage 5, Halbzeit. Ein B-Druckschlauch hat einen Innendurchmesser von 75 mm. Vollkommen richtig, das ist die Doppeldusche wieder. Auf das Gesicht. Ah, das ist ein schönes Gesicht. Alter, da hat einer das Lehrbuch gefrühstückt. Könnten eigentlich auch eine Werbung zwischenschieben, ne? Für drei Wettertaft wäre zum Beispiel angebracht. Frage 6. Hochspannung. Ein C-Strahlrohr mit Mundstück hat bei einem Druck von 4 bar eine Wasserdurchflussmenge pro Minute von 200 Liter. Das ist leider falsch, Felix. 100! Ja! Das wäre richtig gewesen. Scheiße! 200 ist ohne Mundstück. Felix, ja. 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 Das ist gar nichts. Nee, bei 8 bar. Nee, bei 4 bar. 8 bar an der Pumpe. Welchen Anstellwinkel sollen tragbare Leitern beim Aufstellen haben? 60 Grad. Ist leider. 63. Ja, ein bisschen mehr noch. 65.
65 Grad bis 75 Grad, das ist richtig. Von wem war es eigentlich falsch? 65 bis 75 Grad. Ja, gut. War nicht laut gesprochen? Ja, dann muss Thomas jetzt, glaube ich, duschen gehen. Der war zu leise. Oh, Iris macht's. Oh, der ging aber, das war aber gut getroffen. Das war gut getroffen. Das ist schon professionelle Leistung. Schwierige Frage jetzt, ist eine Schätzfrage. Wenn alle daneben liegen, öffnen wir die Frage nochmal neu. Bis zu welcher Höhe dürfen Rettungs- und Selbstrettungsübungen durchgeführt werden? 2 Meter. Nee, da, so groß bist du ja. Das war doch nicht deine Antwort, Felix. Nein. 8 Meter, wunderbar. Ja, hier, zweimal duschen bitte. Ja. Oh. Alter, nicht sitzen. Jetzt werde ich auch noch nass. Wir können vielleicht mal kurz hochgucken zu den Jungs, die da oben die Eimer befüllen. Und Iris. Ja, die sind kräftig am Arbeiten. Und ich glaube, denen macht das auch ein bisschen Spaß. Ja, man sieht diese freudigen Gesichter da oben, die einfach nur darauf, die darauf warten, das Wasser runterzuschütten. Na, da sind wir wieder. Die Frage können, glaube ich, auch unsere Zuschauer ganz gut beantworten, nämlich die Hauptlöschwirkung des Wassers besteht worin? In kühlender Wirkung. Ja, wunderbar, Felix, das ist ja 1A. Gucken wir mal, wie da jetzt gekühlt wird. Also die Gesichter werden immer lustiger. Schade, dass wir nur noch eine letzte Frage haben. Die Jungs sind fertig. Letzte Frage. In welchem Jahr wurde unsere Feuerwehr gegründet? 1930. 10. November 1930 ist richtig. Das ist nochmal die letzte Doppeldusche. Ah, ach, wie schön. Und da kam doch noch einer. Das, als ob das abwesend gewesen wäre, wa? Ja. Liebe Zuschauer, das war schon wieder mit Das Quiz ohne Jörg Pilawa. Wir schalten jetzt noch direkt rüber zu den Tagesthemen heute aus dem Löschwasser-Außenlassbehälter-Pool. Da empfängt uns gleich Ortsbrandmeister Thomas Wille. Bis dahin, tschüss. Okay, wir bedanken uns für die Nominierung beim Deutschen Roten Kreuz Bereitschaft Altes Amt, bei der Feuerwehr Oldershausen. Und wir nominieren die Feuerwehr Seebexen, die Feuerwehr aus Dögerode und die Feuerwehr aus Imshausen. Schönen Dank. Wenn ihr Bock habt, bei unserer lustigen Truppe bei der Feuerwehr Echte mitzumachen, Dienstabend ist jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr. Kommt gerne vorbei, ihr seid gern gesehen. Weitere Infos über unsere Feuerwehr bzw. Einsatzverläufe gibt es auf ff-echte.de.